Heute gucken wir uns Instagram-Fake-Profile an. Wenn ihr Instagram habt, dann wisst ihr ja sowieso, wovon ich rede. Es gibt ja immer mal wieder diese Fake-Profile, die einen adden und dann sieht man da irgendwie eine halbnackte Frau und dann einen Link zu irgendeiner dubiosen Seite, auf den man natürlich nicht draufklickt. Es gibt einerseits diese Profile, wo nur dieser Link ist. Es gibt aber auch welche, bei denen noch so ein deutscher Text dabei ist. Und von denen habe ich mir mal die besten rausgesucht und die zeige ich euch jetzt. So, dann fangen wir doch mal an direkt mit der Ingrid6126. Das ist eine klassische Ingrid, das sieht man direkt, ne? Hier, das ist doch, so stellt man sich eine Ingrid vor, auf jeden Fall. Kommen wir zu ihrem super tollen Text. Ein siebenswürdige Steinbock, am besten grobe der Manner, 17 geworden mir? Jawohl! Dann geh doch direkt zu alone4.com. Also wenn ich gerade 17 geworden wäre, würde ich da auf jeden Fall direkt hingehen. Sehr überzeugendes Profil. Machen wir weiter mit Mai7820. Hallo Mannlich, ich wollen haben Subschluchtenjunge. Die zwei von uns verbringen tolle Wochenende jetzt. Und dann ein schöner Google-Link. Sehr überzeugend. Also ich habe da direkt Bock, mich mit der Mai zu treffen. Es geht weiter mit Katharina8275. Guten Tag, Mannlich. Ich wollen haben intelligent Schluchtenkerl. Ich weiß nicht, was dieses Schluchten sein soll. Also es gibt ja, ich meine, mir ist klar, dass das irgendwie ein englischer Text war, der mit irgendeinem Google-Übersetzer oder sowas übersetzt wurde. Und bei den meisten Worten kann ich mir ja denken, was sie eigentlich sagen will. Aber Schluchten? Ich wollen haben intelligent Schluchtenkerl. Die zwei von uns konnte verbringen tolle Nacht zusammen. Und dann wieder ein schöner Google-Link da oder was auch immer das sein soll. Machen wir weiter mit Aline4343. Ehrlich Stier, 19 Jahre alt. Am besten grobe der Manner. Der Manner. 19, bereit vor das Abenteuer? Ja. Und dann ein neuer Google-Link. Nice, da hat man doch richtig Bock. Da weiß man genau, das sieht doch vertrauenswürdig aus, Leute. Dann geht's weiter mit Sherry2735. Guten Tag, Mann. Ich brauchen haben nett schon Kerl. Wir konnte müssen tolle Tag jetzt. mit einem Grins-Emoji. Und einem wunderschönen Google-Link wieder. Also wenn das nicht sagt, ich bin nicht fake, ich bin ein echtes Profil, das dich haben will, dann weiß ich auch nicht. Sherry ist sehr überzeugend hier. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Fast-Favorite. Ich würde aber nicht sagen Favorite, die sind einfach alle zu gut. Aber den hier mag ich besonders und ich sage euch auch warum. Und zwar erstens der Text. Der Text ist wunderbar, ne? Ehrlich, Love, 25 Jahre alt, am besten Manner, grobe, 16 plus geworden, mir, ja. Und dann ist da nicht mal ein Link. Das heißt, der das Profil erstellt hat, war in dem Moment dann auch einfach noch zu faul, den Link da einfach einzufügen. Sich so, ach komm Leute, müssen wir da jetzt echt irgendwie noch den Link einfügen? Oh, scheiß doch drauf. Die werden da schon irgendwie aus den Profilbildern. Guck mal, in den Bildern ist doch überall der Link. Die werden doch bestimmt das einfach abtippen und dann darauf gehen. Komm, wir müssen da jetzt nicht auch noch oben den Link reinhauen. Mir gefallen auch hier, man muss auf die Details achten, ne? Schön der Pfeil mit Sex einfach drin, so für die komplett dumm. So, wenn du Sex willst, dann geh da hin. Ja, also falls ihr einer von diesen groben Manner oder ein Schluchtenkerl seid, dann meldet euch doch einfach mal bei diesen Damen. Und das war's auch schon wieder für heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches euer Favorite war. Weil ich persönlich kann mich da auf keinen absoluten Favorite festlegen. Deswegen würde mich interessieren, welches euer Favorite war. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Schöne Mare Dimo, schön, schöne Mare Dimo, schön.